Guten Tag. Yo, was geht ab? Guten Tag. Wir haben heute so eine Challenge. Eine Challenge? Challenge wieder. What's your game? Ich habe immer Angst vor Challenges, ne? Immer geht's nicht gut aus. Hello, it's me. Gar nicht. Nein. Du kennst gar keine Promis? Nee, Mann. Ja, ist egal. Richtig Krise. Schauspieler kenne ich einige. Sind nur Schauspieler. Ey, das geht schon. Ich habe ein paar Bilder von denen runtergeladen. Die muss halt einfach erraten. Ich habe ein bisschen was an den Bildern gemacht zum Teil oder einfach so runtergeladen, was ich einfach gefunden habe. Es gibt ja so diese ganz vielen modernen Filter-Apps, ne? Ich stelle mir gerade sowas Ähnliches drunter vor, was du gemacht hast. Ja, das ist auch nicht so krass, finde ich. Ja? Ich glaube nicht, dass du Gesichter merken kannst. Nee, ich habe ein Problem damit. Let go! Ich würde sagen, ratet mal mit. Es wäre richtig interessant zu wissen, wie viele ihr erraten würdet. Und es ist auch gar nicht schwer gemacht, muss ich sagen. Das ist eigentlich Gesichtswiedererkennung für Sechsjährige. Ja, jetzt kommt so richtig harte Scheiße. Doch, für Sechsjährige, das ist richtig simpel gemacht. Wir müssen erstmal den Anfängerkurs machen. Guck mal, das sagst du jetzt extra nur so, damit ich richtig scheiße dastehe, wenn ich so, wenn ich so fail. Was hast du für Sechsjährige? Zwar, okay. Okay, das... Ist das Sugar? Oh, gutes Auge, direkt erkannt. Ja. Guck mal, easy game für dich. Easy game! Easy. Ich sehe gar keinen Unterschied, das sieht anders aus. Boah, shit. Oh, Leute, so die ganzen BTS-Fans so, packen schon ihren Stein aus, so, nach mir zu werfen. So. Nein. Klar sehe ich, dass der bearbeitet wurde. Ja, aber ich glaube, alle hätten jetzt mitgeraten. Ich zeig dir das Originalbild hier. Ja, zeig mal. Dann mach mal wieder deine Augen zu. Wir kommen zum nächsten Bild. Ein bisschen komplexer, weil ich habe es erstmal richtig einfach gemacht, weil ich gedacht habe, sonst kommst du gar nicht drauf und verzweifelt. Okay. Let's go. Byakugan. Okay, Byakugan. Ist das Mr. Bean? Ist das Mr. Bean als Captain America? Boah, du hast es ja wieder schnell erraten. Ja, Mann. Wie konntest du das so schnell erraten? Ey, Digga, Mr. Bean ist eine Kultfigur, die kennt jeder. Guck mal, dieses Lächeln. Hast du erkannt, oder? Ja. Krise. Tadü. Mr. Bean kennt zu viel, das ist so Kultfigur. Ich glaube, den erkennt jeder. Okay. Komm, hau raus. Okay. Easy. Aber das sind ja die einfachen, weißt du? Ich wollte es dir ja auch noch gar nicht so schwer machen. Next picture, komm! Das sieht zu wenig aus. Und keine Zähne, keine Augenbrauen. Ich finde, das macht's voll schwer. Konzentration bitte, den erkennt man. Ja. Ey, es sieht schon ein bisschen gruselig aus, ne? Ich weiß. Ey, das so irgendwie. Ich glaube, wenn du hättest alle Bearbeitungen einfach so machen sollen, dann ist so schön wie das. Ey, jetzt ohne Zähne ist schon creepy. Der sieht aus wie ein böses Baby. Er sieht ein bisschen aus wie so wegen der Frisur, so, weißt du, so Dean Winchester. Dean Winchester? Also so, habe ich am Anfang auch gedacht. Dean Winchester. Jensen Ackles. Sieht aus wie der Jensen, ne? Ist er aber nicht. Ist er nicht. Ja. Es ist, heißt er? Zac Efron. Not bad, not bad. Auch da schon wieder erkannt, ey, nicht schlecht. High School Musical. Krass. Was hast du mit meiner Königin gemacht? Welche Königin? Ich hab das Bild einfach so gefunden, glaube ich. Ja. Ich glaube, sie wurde ungezielt abfotografiert. Ja, genau. Kennst du diese Bilder, so dieses, Profilfoto und Foto, wo man getaggt wird. Wo man getaggt wird, ja, natürlich. Das ist auch so eins. Ja, das ist Lalisa. Manoba. Bist du sicher? Ja. So sieht sie aus. Ey, ich erkenne sie. Du musst mir nur ihren Fuß. Okay, das klingt gruselig. Nein, die erkennt man. Auch wenn du so sehr viele schöne Features von ihr zerstört hast. Ich wusste, dass ihr Pony halt sehr markant ist. Aber der andere Dude, holy shit, wer ist das? Ja, den musst du erkennen. Also da. Den muss er erkennen. Sieht schon strange aus, ich weiß nicht. Ey, das könnte irgendwie... Ohne Mist, das könnte jeder Asiate sein. Das könnte jeder zweite Asiate sein, wenn du... Nein, auf keinen Fall. Doch, guck mal, das muss er bin ich das? Nein, du musst das erkennen.
Who are the challenge? Ja. Ist das Kim Cook? Yes. Yes. Ach du Scheiße, okay. Den. Das ist krass. Krass! Boah! Was denn? Wie war es eigentlich für dich so, das Traumpärchen hier zu erraten? Also, Lisa war gar kein Problem. Ja. Beim anderen habe ich nur geraten. Ich habe das einfach nur aus Prinzip gemacht. Ich habe ihn nicht erkannt. Aber weißt du, warum ich Jungkook gesagt habe? Weil letztes du einmal Mal, mich einfach schon letztes Mal, genau. Ja, und dann hast du mir ein anderes Bild gezeigt. Ja. Mit Lisa und Jungkook. Deswegen dachte ich mir so, okay. Okay. Wann kommen die schweren Bilder, TK? Ey, ich habe es dir richtig einfach gemacht. Wann kommen die schweren Bilder? Oh, ich weiß auch, wer das ist. Das ist Rihanna. Alter, ich wollte es dir nicht zu schwer machen, weil ich gedacht habe, du kommst nicht drauf. Was? Was ist an ihr so falsch? Das musst du mal erraten. Was ist an ihr jetzt gerade falsch? Also die Augen sind so nach unten gezerrt, glaube ich. Das Gesicht, die Nase, also der Mund ist so froschiger, so breiter gezogen. Okay. Bist du sicher, dass der Mund nicht einfach normal ist? Ist es die Nase oder der Mund? Ich weiß nicht. Aber die Augen sind auf jeden Fall so blöd. Okay. Ja. Ah, ich wollte immer extra nicht so viel bearbeiten. Und, war es richtig? Ja, das ist richtig. Ja, boah, ey, darauf habe ich natürlich gar nicht erst geguckt, ne? Ich gucke Frauen immer zuerst in die Augen. Habt ihr ja gesehen, ne? Ich habe direkt erstmal die Augen erkannt. Aber das hast du direkt erkannt, falsch. Ja. Aber die Titten, ja, die... Darauf habe ich gar nicht geachtet, weißt du, ich kann ja nicht so... Oh, ey, das ist schon ordentlich. Haben wir schon gewonnen? Nee, aber ich hab noch einiges. Pack mal ein schweres aus. Okay, let's go! Sharingan. Wow, das ist Justin Bieber. Ach, Kacke. Da hast du aber gewaltig was an deinen Daumen gemacht. An den Daumen? An den Daumen, ja. Guck mal, wie traurig der guckt. Aber das ist Justin Bieber. Richtig wieder. Oha, ja, da bist du gar nicht mal so schlecht. Zum ersten Mal so eine Challenge, wo du nicht so dick abkackst. Das sehe ich mir voll gut, Mann. Ich bin Multitalent. Okay, und was ist an ihm so anders? So, nur minimal. Ich glaube, das ist nur der Daumen. Was das ist doch immer so aus, oder nicht? Erstmal hast du ihn so einen Stirnacken. Der sieht doch nicht so stirnackenmäßig aus, weißt du? Sein Gesicht hast du so eingequetscht und ein bisschen breiter gemacht. So ein bisschen trauriger. Also die Winkel so, okay. Und ja, halt das, was so zwischen deinen Beinen ist, das ist. Ey, das ist so groß wie dein Kopf. Das ist so groß wie dein Kopf. Guck mal, was ist zwischen seinen Beinen? Ist er ein Penis oder ist er ein zweiter Kopf? Ist ein Gesicht? Was er so. Was ist, wenn ich da daran nichts geändert habe? Jetzt kommst du und zack, du hast kleiner gemacht. Das ist noch größer so eigentlich. Das sind so zwei Köpfe. Okay. Boah! Shit. Aber du hast richtig den Buff gemacht. Erinnert mich an diesen Fotoshootings. Kennst du das Bild? Ja. Roma? Das ist bei Fotoshootings immer so. Wenn du zum Beispiel nicht in Form bist. Ja, dann machen wir dich in Form. Dann machen wir Augen zu. Weiter geht's. Ich bin Pro. Pro. Langsam gehen mir die Bilder aus. Ja. Okay, dann machen wir es mal ein bisschen schwieriger. Komm, let's go! Das waren schon so alle schweren, die so, fuck. Uff, okay, das ist schwer. Ja, du willst ja ein bisschen Challenge, hier hast du ein bisschen Challenge. Du musst jetzt sagen. Puh, das ist eine Frau. Das sieht so männlich aus. Ist das ein leichter Bart, den ich hier sehe? Das Gesicht sieht so männlich aus. Soll ich dir Tipps geben oder gar keinen? Ey, boah, wer ist das? Warte, ich hab's. Ist das Gesicht von Johnny Depp? Not bad. Ja? Ja. Oh mein Gott, krass. Weißt du, wie ich es erkannt habe? Wieder. Erstmal, ich bin ein großer Johnny Depp-Fan, aber hier, ja. Double-Grübchen. Es ist sehr, ja, es ist so eine Falte, so eine Double-Falte so. Aber es ist sehr markant. Man erkennt ihn an, doch, wenn man weiß, wer es ist, dann sieht man es. Es ist schon schwer. Oh, not bad. Von wem ist der Körper? Jesus. Das Bild habe ich tatsächlich so gefunden. Krass. Ey, guck mal, was? Bin ich gut. Ach du Scheiße. Aber ich habe auch nur die krassesten Promis genommen für dich. Bam. Ach, schon wieder so ein Männergesicht auf Frauenkörper. Das ist so confusing.
Warte, das ist so confusing. Warte, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Warte, ich muss nur so das alles ausblende. Was ist ihn? Erkennt man ihn? Erkennt man ihn? Das ist irgendein. Das sieht aus wie irgendein Schauspieler. Wer ist das? Boah. Kommt dir das Gesicht nicht bekannt vor? Safe! Aber wer ist das? Wer sah so aus? Ich kann dir Tipps geben, wenn du willst. Boah, ich erkenne ihn gerade echt nicht jeder. Er ist ein Musiker. Ja. Leute, so, die es erkennen, denken nicht so, hey, ist auch klar. Ich finde den. Also, es ist ein Musiker, den ich kenne, den ich höre. Ob du den hörst, weiß ich nicht, aber den kennen tust du auf jeden Fall. Okay. Alle kennen ihn. Alle kennen ihn. Ist er tot? Nein. Ich weiß nicht. Ist das. Ein Rapper mit dem Namen E. Ah, what? Ach du Scheiße. Das ist Eminem. Ja. Fuck. Fuck. Ach du Scheiße. Das ist Eminem. Ja. Das ist the only one. Okay, das war echt schwer. Aber die Sache ist, sieht halt aus wie so irgend so ein white dude, ne? So. Eminem sieht doch komplett anders aus. Eminem hat eigentlich schon ein sehr markantes Gesicht und sowas, aber ich kam einfach überhaupt nicht drauf. Ich weiß nicht, wieso. Ich dachte so, damn, wo ist Original? Original habe ich nicht. Ah, okay, krass. Beim letzten hast du mich bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass du so viele hinbekommst. Ja? Nee. Wie viel habt ihr hinbekommen? Weißt du, warum ich auch so ein leichtes Game hatte? Ich kenne mich gut mit Schauspielern zum Beispiel aus, so, weißt du? Ich gucke halt viele Filme und sowas. Und du weißt auch, was die privat machen. Ja, alles. Ich weiß, wie die riechen. Ey, nächste bearbeite ich mal. Okay. Und dann machst du das Besuch dran. Weil die Sache ist, ich weiß, glaube ich, so, wie diese Gesichterkennung, wenn ich da genau gegen arbeite. Aber wenn du das so richtig krass machst, dann kann man es ja gar nicht erkennen. Das ist ja so, wie wenn du immer Augen riesig machst. Das muss schon so ein kleiner Indiz dafür geben. Ja, ja, klar. Das muss schon so noch ein bisschen fair sein. Okay, Leute, wie viel konntet ihr erraten? Das war zu easy. Zu gut gewollt. Ich würde mal gern wissen, wen ihr nicht erraten konntet. Wir müssen dann noch ein weiteres Video drehen. Wir müssen ein weiteres Video drehen. Du musst noch Chili essen. Noch Chili essen. Und Abend. Oh, nein. Nein. Hau rein. Viel Spaß bei den 2 Stunden. Ach. Ey, der muss 4 Kilo Magerquark essen. 4 Kilo Magerquark. Ey, was erzählst du da? Ja.